So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Reisemobil TV. Ich mache heute mal eine Aufsage, weil ich es natürlich nicht verpassen möchte, all meinen Zuschauern ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2023 zu wünschen. Möge dieses Jahr uns besser gesonnen sein als im letzten Jahr, was ja so einigermaßen lief in der Reisemobilbranche. Was dieses Jahr auf uns wartet, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich wünsche uns allen das Beste und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in diesem Jahr. Gut, will nicht länger rumlabern, lasst uns zum letzten Teil des Installationsvideos kommen, wo ich zeige, wie ich die Liontron und den Wechselrichter in unser Wohnmobil eingebaut habe mit einer Netzvorrangschaltung extern. Los geht's. So, jetzt haben wir hier den Sicherungskasten von Spelsberg, den AK05 mit unserer Sicherung, mit unserer FI-Sicherung, der ja nach Ausgang des Wechselrichters geschalten werden muss. Ich habe hier jetzt also dieses Kabel, was nachher an den Ausgang des Wechselrichters kommt, von der anderen Seite noch nicht vorbereitet, hier schon mal angeschlossen. Oben in den Eingang des FI, natürlich verkrimmt, wie sich das gehört. Unten kommt jetzt das Kabel, welches zur Netzvorrangschaltung geht. Das habe ich ja bereits an der NVS angeschlossen und werde es jetzt hier über diese Zugentlastung, die ich eingebaut habe, das ist auch der Grund, warum ich die unteren Eingänge hier genommen habe. Ich habe da ein Loch reingebohrt und habe es dann mit dem Dremel richtig auf Höhe ausgefräst oder auf diese entsprechende Öffnungsgröße der Zugentlastung. Diese Dinger hier, das macht sich hier ganz wunderbar. Und zwar muss es auf diese Größe ausgefräst werden. Dann kann man das reinstecken und hier oben mit der Mutter verkontern. Und dann hat man eine Zugsicherung. Eine Zugbelastungssicherung. Das heißt, wenn es hier zum Zug kommt, was eigentlich selten passiert, aber sollte es wirklich dazu kommen, haben wir hier eine Sicherung drin. Hier unten wird nachher der Schutzschalter geklemmt und von dieser geht dann ein 4 mm Schutzschalter noch einmal zu einer Masseverteilung. Aber dazu kommen wir später. So, ich bereite jetzt das Kabel vor, welches von hier in die NVS geht. Dazu, das habe ich ja bereits geschalten in der NVS bzw. eingeschliffen und habe jetzt das andere Ende hier unten natürlich noch zu verbinden. So, zu guter Letzt natürlich müssen wir jetzt hier noch unseren Vordersitz, das heißt den Beifahrersitz, ausbauen. Da gibt es unzählige Videos auch hier schon auf YouTube. Wenn wir also den Vordersitz ausgebaut haben, das ist, ja, ich zeige das hier gleich, das ist natürlich eigentlich einfach, aber trotzdem sau bescheuert. Denn man kriegt von der Drehkonsole, wenn man den Sitz mit der Drehkonsole abhaben möchte, natürlich 3 von 4 Schrauben ganz wunderbar gelöst und eine natürlich nicht. Aber davon gibt es schon genug Videos hier bei YouTube. Ich würde auch gar nicht weiter drauf eingehen. Nur was mir passiert ist, wenn wir hier sitzen die Führungsschienen drauf, wo man den Sitz vor- und zurückschieben kann. Dort sind diese Schrauben eingearbeitet. Und wenn man sich diese Schraube hier ein bisschen, ich hoffe, man kann es sehen, sieht, dann ist die ein bisschen abgenuckelt. Achtet darauf, wenn wer den Sitz mal ausbauen möchte, egal warum. Dieser Imbus muss richtig drinne sitzen, ansonsten läuft er rund und dann wird schwierig. Ich hatte Glück im Unglück, ich habe die ganze noch relativ einfach durch richtiges Reinstecken wieder rausgekriegt und konnte die Schraube sonst lösen. Die letzte Schraube ist die bescheuertste von der ganzen Drehkonsole, die sitzt hier hinten. Dazu muss man natürlich dieses ganze Teil so drehen, dass man durch diese Öffnung herankommt. Und wegen dieser Schraube muss der ganze Sitz vorher ausgebaut werden. Aber ich habe jetzt gemerkt, im Prinzip ist es auch nicht verkehrt, ihn vorher auszubauen. Warum? Der Sitz ist nicht schwer, aber unhandlich. Und wenn man sich jetzt hier mal umguckt und wir haben Lederapplikationen drinne, versucht euch eine zweite Person, um den Sitz vernünftig da hinten hinzukriegen. Also nochmal wuchte ich ihn hier nicht durch. Wenn jetzt diese Drehkonsole untersitzt, dann ist das Ding nochmal ein paar Kilo schwerer. Also ist schon gut, wenn man das abbaut vernünftig und jetzt erst die Drehkonsole. Das mache ich und dann müssten wir im Prinzip an diese Batterie unten rankommen. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem wir hier diese Schrauben gelöst haben. So, jetzt ist es natürlich wichtig, diesen Stecker hier rauszuziehen. Das ist der Stecker des Airbags. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht mehr an die Zündung rangehe. Das heißt, check, der Zündschlüssel sollte raus sein. Genauso muss ich jetzt überprüfen, ob ich das EBL noch eingeschaltet habe. Das habe ich eingeschaltet, das weiß ich. Also muss das EBL ausgemacht werden.
So, dazu öffnen wir die Seite. Ran ans EBL und hier diesen kleinen Schalter. EBL haben wir ausgeschalten, so können wir jetzt also quasi an unsere Aufbaubatterie, die 12-Volt-Anlage, rangehen. So, gut. Unsere neue Liontron-Batterie hat ja leider andere Anschlüsse als hier. Das heißt, hier haben wir schon das erste Problem. Hier auch. Nicht, dass wir sie nicht abmachen können, das wäre nicht das Problem. Nur, wir können hier natürlich in der Form die neuen Anschlüsse nicht aufsetzen, da wir ja bloß eine M8-Schraube dran haben. Wie ich das löse, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber schauen wir mal. Natürlich muss jetzt erstmal diese Batterie hier raus. Dazu die Batterieklemmen lösen. Dazu nehme ich hier einen Ringschlüssel. Die beiden Dings können auch weg. Ja, und dann müssen wir sie erstmal rauswuchten. So, um die alte Batterie hier natürlich auszubauen, müssen wir hier von dieser Schiene, die hier ist, diese beiden Schrauben lösen. Dazu können wir hier eine Nuss 13er Stärke nehmen. Das wird einfach abgeschraubt. Und dann wird hier diese, also in meinem Fall ist es so, wird hier diese Schiene entfernt. Jetzt können wir die Batterie hier so ein kleines Stück bewegen, hoffe ich, um an diesen hier ranzukommen, denn das wird ein bisschen eng mit der Nuss hier ranzukommen. Das muss ich jetzt machen, allerdings muss ich da natürlich die Kamera außer Hand legen. So, das wird natürlich nichts. Hier ein bisschen anheben, ist ja klar, weil hier hinten die Kabel wirklich auf Zentimeter genau angepasst wurde. Das heißt, wir kriegen hier die nicht mit der Nuss lose geschraubt, sondern müssen hier einen Maulschlüssel nehmen. Ganz wichtig ist hierbei natürlich zuerst Minus, dann Plus. Beim Anklemmen der neuen Batterie ist es natürlich nachher genau andersrum. Erst Plus und dann Minus. Das haben wir geschafft. Wir sehen hier diese Batterie konnten wir jetzt erstmal unten aus der Verankerung lösen. Jetzt haben wir hier natürlich bei Bleibatterien immer hier noch diesen Schlauch dabei. Der soll ja die Gase, die hierbei entstehen, im Prinzip ableiten. Dieses Ding geht hier nach unten weg. Den können wir jetzt hier natürlich lösen. Ich habe ihn jetzt also raus. Allerdings habe ich es nicht hier gemacht. Ich habe den Schlauch hier einfach abgetrennt. Der wird jetzt sicherlich hier drin hängen bleiben. Ob ich ihn gänzlich entferne, weiß ich nicht. Der ist jetzt im Prinzip ohne Funktion. Der geht, wie gesagt, da unten rein. Die Verdeckung kommt da noch oben rauf. Ich denke, ich lasse ihn drinnen und werde ihn hier drinnen irgendwo nachher verstecken und vielleicht hier noch abdichten. Aber das sehe ich nachher in einer weiteren Folge, wie ich das dann mache. So, diese beiden Stehbolzen. Ich hoffe, die können wir hier rausdrehen. Also wie gesagt, Stehbolzen hier links und rechts rausdrehen. Wie gesagt, das lässt sich ganz einfach bewerkstelligen. Hier drüben auch. Und dann werden wir mal messen, welchen Platz wir hier eigentlich zur Verfügung haben. So, wir haben hier, und das hatte mich immer interessiert, bei der Auswahl der passenden Batterie, was passt hier eigentlich unter? Wir haben hier also vom Innenmaß bis Innenkante 37 cm und nach unten sind es dann, wenn wir das hier so, ich rechne jetzt so, nehmen wir mal hier bis ran, dann haben wir hier ein Maß ungefähr 36 cm, dann stößt es aber auch an. Und in der Höhe können wir uns hier erlauben 20 cm. So, meine Überlegung ist jetzt folgende. Ich möchte ganz gerne die Anschlüsse hier hinten zur Hinterseite des Sitzes rausragen lassen, denn dadurch wird insbesondere der Weg
von hier auch zum Wechselrichter, kleiner. Die Kabel bei der alten Batterie lagen hier hinten, würden jetzt quasi nach hier kommen. So, dass wir die Batterie so in unseren Sitz einbauen. Dies wird dann abgeschraubt. Hier kommen, wie gesagt, die Verbindung mit den Ösen raufgesteckt. Aber das gucken wir uns nachher an. So, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Es ist, also ich habe das ja nur so gemacht, dass ich die Anschlüsse hier hinten habe. Mal abgesehen davon, von der AGM-Batterie war hier Minus und da Plus. Das ist jetzt natürlich genau umgedreht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wir haben jetzt hier Plus und da Minus. Das heißt, die beiden Kabel müssen jetzt entgegengesetzt so geschraubt werden, wie ich das eigentlich hatte an der AGM-Batterie. Aber das ist nicht das Schlimmste. Wir haben an der AGM-Batterie ja diese Polklemmen. Die werden hier oben, werden im Prinzip nur die Schrauben rausgedreht. Und wie man sieht, ist, dass mir an der, die konnte ich lösen, obwohl ich hier auch schon dran tierische Schwierigkeiten hatte, weil die sind so bombenfest, die Dinger. Aber na gut, die habe ich gelöst. Kriege die natürlich auf, bis auf die letzte. Da war nichts zu machen. Ich habe hier tatsächlich geschafft, mit einer Nuss die Schraube rund zu nuckeln. Alles, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist das ganze Ding zu trennen und das mit sowas. Das heißt, ich bin jetzt gerade bei und trenne diese Schraube hier mit einer Eisensäge ab. Ziel ist es, den Kopf hier runter zu bekommen und dann dieses Teil hier komplett nach oben rauszuheben, dass ich hier an dieses Kabel komme. Problem an der Sache ist, dass man natürlich so wenig wie möglich Kabel verbraucht hat. Ich könnte es jetzt hier auch einfach abkneifen und neu verkrimpen. Das Problem ist bloß, ich habe dann Schwierigkeiten, hier hinten ranzukommen. Also muss ich die Originallänge lassen. So, ich fiedel das jetzt durch und ich hoffe, dass ich das heute noch schaffe, weil ich sitze schon eine halbe Stunde dran. Puh. So, ich habe den Krepel rausgekriegt. Also, ich hatte ja zwar mit der kleinen Eisensäge hier rumgefiedelt und als ich es nachher durch habe, fiel mir ein, dass das ein durchgehendes Gewinde ist. Sollte euch die Schraube rund werden, dann dreht eine Seite raus oder wer hier. So, also ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, wenn die Schraube, also eine raus ist, dann hat man hier die Möglichkeit, man kann hier versuchen, mit dem Schraubenzieher hier in den Schlitz reinzugehen, hier oben, und versuchen, dann dieses Ende hier wegzudrücken und den Ring, der hier drinnen sitzt, den habe ich dann rausgemacht und schon war das locker. Und jetzt hat es mir dann gelungen, in weiterer Folge unten durchdrehen, die Schraube doch tatsächlich rauszubekommen. So, nun muss ich mir natürlich einen Staubsauger holen, weil hier so einiges an Metallspänen ist und die müssen natürlich restlos weggesaugt werden. Ich mache es jetzt folgendermaßen, bevor ich jetzt irgendwas hier anklemme an die Batterie, sorge ich natürlich dafür, dass der EBL schon vernünftig eingeschaltet ist und nicht, dass wir es vergessen. Außerdem habe ich den Ladesolarregler oder Solarladeregler von Schaut hier, den LRM 1218, den hatte ich für meine AGM verbaut. Und auch den habe ich umgestellt. Dazu existieren oben zwei Schalter. Ich habe ihn hier gesetzt auf und dazu gehe ich mal rum. Dazu habe ich hier oben zwei Schalter. Das sind zwei so eine Schiebeschalter. Hier hinten haben wir die Bezeichnung drauf und in der Bedienungsanleitung steht drinne Gel-Batterie. Die wird hier jeweils umgeschalten auf die Stellung A2, weil dann hat sie eine Ladung von 14,4 Volt. Für unsere Life Pro 4 Batterie ist eine maximale Ladespannung von 14,6 Volt angegeben. AGM-Batterien haben hier eine Ladespannung von 14,7 Volt, sind also für uns zu hoch. Darum gehen wir hier auf Bleigel-Batterien auf der Stellung A2. Steht auch in der Bedienungsanleitung so drin. Außerdem haben wir hier am EBL 119 da den Wahlschalter einmal AGM und einmal Bleigel. Bei Life Pro 4 Batterien und Leintron sagt ja auch, wir brauchen hier eine Ladetechnik. Nichts ändern, vorausgesetzt, wir haben natürlich die richtige Ladespannung hier vorzuliegen. Also wie gesagt, nicht über 14,6 gehen. Bleigel hat hier 14,4, kommt dem also am nächsten. Darum stelle ich den Schiebeschalter mit dem kleinen Dings hier auf Bleigel-Batterie.
Solarladeräder hatte ich natürlich vorher abgeklemmt. Das ist auch ganz wichtig. Weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe. Hier verhindere ich im Prinzip, dass es hier also zu Spannungsproblemen schon an den Anschlusskabeln kommt. Wenn wir das jetzt alles angeschlossen haben, setze ich die wieder rauf und dann können wir sehen, ob die Batterie schon lädt. So, ist jetzt ein bisschen hell, aber ich wechsle hier gleich ins bisschen dunklere, dann ist die Belichtung ein bisschen besser. So, ich habe das jetzt also geklemmt. Das ist noch nicht fertig. Ich wollte bloß mal sehen, ob alles funktioniert. Man ist ja auch so ein bisschen aufgeregt. Wie gesagt, Plus an Plus, Minus an Minus geklemmt, hier von der Leintron. Der Wechselrichter ist jetzt natürlich noch nicht angeschlossen, denn ich habe mir für diese zwei Krimparbeiten nicht extra eine teure große Krimpzange gekauft. Allerdings ist das jetzt am EBL angeschlossen. EBL ist umgeschalten. Ich habe jetzt, ich hoffe, das spiegelt nicht zu doll, mal hier die Liontron-App aufgemacht und wir haben sehr diffuses Licht, also es ist heute wirklich sehr, sehr bewölkt. Morgen soll sich's ändern, aber wir sehen hier so ein paar Parameter ändern sich. Wir hatten eine Ausgangsleistung von 12,99 Volt, oben Spannung, die ist jetzt bei 13,13, lädt mit ungefähr 1,27 Ampere. Ist jetzt natürlich nicht der Burner, aber man sieht, dass die Solaranlage funktioniert. Wie gesagt, auch umgestellt auf Bleigel-Batterie. Das wollte ich jetzt mal so zwischendurch ein bisschen zeigen. Ich werde natürlich das Ding jetzt dran lassen. Morgen sollen wir Sonne kriegen, da bin ich mal gespannt, wie das arbeitet. So, ich habe das Ding fertiggestellt. Ich habe die beiden Kabel zur Batterie. Die hatte ich mir ja separat bestellt. Allerdings mussten die natürlich gekrimmt werden. Und 25 Quadratmillimeter Krimpen, das hat nicht jeder zu Hause, so eine Zange. Und da ich wahrscheinlich solche Stärken nur ein, maximal zweimal im Leben krimpen werde, habe ich natürlich Folgendes gemacht. Ich bin zu meinem freundlichen Wohnmobilhändler, dem Bodo Erdmann, und der hat mir das dann schnell gekrimmt. Das heißt, nein, gekrimmt hat es mir einer seiner Mitarbeiter. Aber die waren so freundlich und haben gesagt, na klar, kein Problem, da helfen sie natürlich. Wie immer, total problemlos und unkompliziert. So, das hier unten sind jetzt mal, will ich bloß mal zeigen, hier also an die Batterie angeschlossen. Machen wir es so. Ich hoffe, man sieht es. Hier an die Batterie angeschlossen, natürlich vernünftig verkrimmt und mit dem Schrumpfschlauch bis vorne ran, dass wir hier auch nicht irgendwie, ich hoffe, wir sehen es, dass wir hier auch nicht irgendwie mit anderen in Kontakt kommen. Das kann da nicht passieren. Wie gesagt, Schrumpfschlauch bis oben ran. Habe ich auch gemacht. Nach spätestens 30 cm sollte dann hier eine Sicherung kommen. Hier habe ich verbaut eine 150 Ampere Sicherung. Das geht dann hier alles durch. Das muss natürlich jetzt noch vernünftig final verlegt werden. Das ist klar, das werden wir drinnen dann ganz sauber machen. Dann haben wir hier den Staukasten, wo wir vorher unsere Schuhe untergebracht werden. Und jetzt gehen wir mal rum. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe natürlich den EBL abgeschalten. Darum ist das jetzt ein bisschen mau mit dem Licht. So, ich habe mir jetzt mal das Licht geholt, dann läuft es besser. So, wir sehen also, hier hinten durch kommen die beiden Zuleitungen zur Batterie. Das werde ich nachher noch mit Kabelbindern schön verbinden. Hier geht es raus. Der Stecker liegt momentan noch daneben. Ich will es erstmal versuchen. Ich habe das Ding tatsächlich eben erst angeschlossen und bis jetzt noch nicht ausprobiert. Machen wir gleich. So, dann geht es also wie gesagt hier raus. Hier haben wir das Stecker. Kabel, was nachher in den Schuko-Stecker reingeht. Dieser geht natürlich erstmal hier in den FI, der momentan hier noch ausgeschalten ist. Vom FI geht es dann in die Vorrangschaltung Verbraucher. Dann hatten wir das neue Kabel gelegt. Das kommt hier unter den 12-Volt-Kabeln durch. Ich weiß, es sollte eine extra Leitung oder ein extra Dings verbaut werden. Ist aber alles geprüft. Und geht auch so durch, da habe ich mich erkundigt. So, dann haben wir natürlich dieses Kabel in die Verteilerdose gelegt. An der Verteilerdose ist jetzt der Stromeingang dran und der Kühlschrank und die Klimaanlage. Und natürlich der, wo ist er? Ach, hier unten. Da ist der Eingang, hier ist der Ausgang, wie gesagt. Das hängt jetzt am Landstrom. Dann haben wir den Eingang. Hier geht rein. Landstrom,
ist jetzt gekoppelt mit dem Kühlschrank und der Klimaanlage. Und dann geht natürlich der andere Abzweigung geht ab hier zur Netzvorrangschaltung. Das ist das hier hinten. Wie gesagt, hier Kühlschrank, Klimaanlage, hier Landstrom, zack. Und dann nochmal aufgeschaltet die Netzvorrangschaltung. Das heißt, wenn wir Landstrom anschließen, sind die beiden natürlich noch verbunden, die hier nicht. Ja, so sieht das aus. Final. So, dann werden wir mal den Test machen und werden mal gucken, ob unser Wechselrichter überhaupt anspringt. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir hier mich für diese Fernbedienung entschieden hatte. Dazu hängt da unten das Dongle da. Das wird natürlich noch ordentlich befestigt auf dem Boden oder mal sehen an der Dings mit diesem Nano-Klebeband. So, und jetzt kommt das lang ersehnte Donnerwetter. Das hätte ich nicht gedacht. So, wir sehen also, ich kann jetzt nicht gut auf die Beleuchtung gucken, unten auf dieses Display. Das funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Wir haben natürlich keine Verbraucher und wie wir hier vorne noch sehen, da muss ich mal Licht machen, ist hier rechts unten am Wechselrichter natürlich noch der Schutzleiter, der geht in den Sicherungskasten 1. Dort habe ich auf der Schiene im Prinzip alle Sicherungsleiter, Schutzleiter aufgeklemmt an der unteren Schiene und von der geht ein 6 Quadratmillimeter Potentialausgleich hier zur Fahrzeugkarosse. So, und das funktioniert also einmal frei. So, nun müssten wir im Prinzip bloß nochmal den Stecker einstecken. So, das haben wir auch funktioniert. Jetzt könnte ich mir im Prinzip einen Phasenprüfer holen und mal gucken, ob die Steckdosen funktionieren. So, und an dieser Stelle endet das Video abrupt. Und genau das war im Prinzip auch der Grund, warum ich lange überlegt habe, ob ich das überhaupt zeigen soll. Denn was ist passiert? Genau an der Stelle, wo ich jetzt den Landstrom einstecken wollte und alles mal final überprüfen wollte, hatte ich ein kleines Problem mit dem mit der Netzvorrangschaltung. Die klickerte plötzlich hin und her und wusste nicht so recht, sich zu entscheiden, ob nur Landstrom oder aber der Wechselrichter. Was habe ich gemacht? Dachte natürlich, das Ding ist kaputt, weil ich alle Anschlüsse nochmal im Prinzip überprüft habe. Alles war in Ordnung, habe das Ding ausgebaut, wollte es zurückschicken, habe natürlich gewettert wie ein Rohrspatz, weil alles bis dahin so einigermaßen gut funktioniert hatte. Katrin sagte dann, das kann nicht sein, packt das Ding nochmal hin, schließt das wieder an, ja, Zähne knirschen, da habe ich das natürlich gemacht. Und siehe da, es hat funktioniert. Keine Ahnung, was damit los war. Leider habe ich dann vergessen, natürlich die Kamera einzuschalten, als das alles fertig war. Fragt mich nicht, warum. Ich wollte es eigentlich damit beenden, dieses Video, und sagen, dass also nachdem der Einbau nur vollzogen ist, im Prinzip diametral alles wieder zusammengebaut wird und die Installation damit vollendet ist. Ich möchte es allerdings auch nicht verabsäumen, hier nochmal so 2-3 Sätze zu sagen zu diesem Installationsvideo. Ich weiß, dass an der Stelle, wo ich die 12-Volt-Kabel und die 230-Volt-Kabel hindurchgeführt habe durch einen Schutz, ja im Prinzip so einen Schaumstoff, der verhindern soll, dass es also jetzt zu Scheuern an Ecken und Kanten kommt, dass da die Meinungen auseinandergehen. Denn es herrscht die Meinung, dass also 12-Volt-Kabel und 230-Volt-Kabel nicht in einem Kanal verlegt werden sollen. Jein, man kann es machen, wenn beide dieselbe Isolierung gegen die höchste Spannung der führenden Leiter im Prinzip isoliert sind. Und in dem Fall war das tatsächlich gegeben, dass also beide dieselbe Isolierung haben. Man sollte allerdings aufpassen, dass die Isolierung in diesem Leiterkanal nicht unterbrochen ist, weder bei den 12-Volt-Kabeln noch bei den 230-Volt-Kabeln, weil dann kommt es natürlich selbstredend dazu, dass die Isolation fehlt und dann ist eben die gemeinsame oder die Isolation für die stärkste Spannung natürlich nicht mehr gegeben.
In dem Fall kann man das natürlich machen. Und ich hatte mich da vorher erkundigt und das geht auch so in Ordnung. Aber ich weiß, dass zumindest an dieser Stelle einigen die Nackenhaare zu Berge standen. Und deswegen wollte ich es ganz einfach nochmal sagen. Dann hatte ich von einem Zuschauer die Frage, warum also der Kühlschrank jetzt nicht über den Wechselrichter laufen soll. Das ist ganz einfach. Die meisten der Camper haben natürlich diese Absorberkühlschränke drinne. Und die Absorberkühlschränke, wer die auf 230 Volt zu laufen hat, der weiß, dass die immens an Strom fressen. Das kann also dazu führen, dass also wir unseren Wechselrichter anmachen. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Abends kommen wir irgendwann spät wieder und stellen dann fest, dass also der Absorberkühlschrank eine ganze Menge von unserer Batterie leer genuckelt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Kühlschrank nicht der einzige Verbraucher ist, den wir über diese 230 Volt jetzt schalten. Die Absorberkühlschränke sind ab im 230 Volt Betrieb nicht besonders effektiv, weil sie nämlich eine Menge an Strom fressen und b, die Effektivität natürlich im Gasbetrieb am besten ist. Wir können teilweise die Kühlschränke bis zu 56 Tage im Gasbetrieb laufen lassen. Du weißt ja auch, dass es nicht die einzigen Verbraucher sind, die hier über Gas laufen, aber im Sommer haut das ganz wunderbar hin und der Gasverbrauch im Camper ist im Sommer relativ gering, wenn wir jetzt mal von so ein bisschen Kochen absehen etc. pp. Das hat mich dann dazu bewogen, den Kühlschrank aus diesem Kreislauf des Wechselrichters rauszunehmen und tatsächlich nur die vorhandenen Steckdosen darin zu schalten. Gleiches trifft natürlich auch auf die Klimaanlage zu. Auch die habe ich aus dem Wechselrichterbetrieb rausgenommen, eben aus demselben Grund. Sie haut sich eine Menge Asche hinter, wenn sie läuft. Und das ist natürlich mit einer 200 Amperestunden Batterie jetzt nicht so zielführend, denn da ist das Ding in einer halben Stunde leer und das ist ja nun nicht das, was wir wollen. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, auch eine Klimaanlage über den Wechselrichterbetrieb laufen zu lassen, aber ihr braucht dazu eine vernünftige Ladetechnik in Form von Solaranlagen, die so ungefähr bei 600 bis 1000 WP liegen dürfte. Ihr braucht dazu einen höheren Wechselrichter. Mein Wechselrichter würde das wahrscheinlich überhaupt nicht hinkriegen, nicht im Dauerlauf, denn da verbraucht er ungefähr 1280 Watt, aber doch im Anlauf holt er sich so einiges raus. So, ich hoffe damit jetzt erstmal so ein bisschen Klarheit geschaffen zu haben, was in dem Filmchen, nur ein bisschen für Fragen gestellt wurden oder sich für Fragen gegeben haben. Ich werde natürlich nächste Woche, das würde jetzt hier zu lange dauern, nochmal final zeigen, wie das Ganze aussieht. Würde noch mal ein paar Sachen sagen, da der Einbau ja nur schon ein Jahr her ist, ein paar Sachen dazu sagen, wie wir damit zufrieden sind mit unserem Setup, mit unserer 240 WP-Anlage, mit unserem Solarladeregler und mit unserer Liontron-Batterie. So, das soll es für jetzt gewesen sein für dieses Filmchen. Ich hoffe, es hat ein bisschen so für Aufklärung gesorgt. Wir sehen uns beim nächsten Film. Es wäre schön, wenn ihr mir ein Abo da lasst und ein Like nach oben, wenn euch dieses Film gefallen hat. Und wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Film. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Jens.